Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Die Ungezieferplage ist beseitigt, auch wenn uns der dickste Fisch leider entkommen ist. Und jetzt werden wir uns noch ganz kurz hier mit unserem Befehlshaber unterhalten und dann machen wir, dass wir zurückkommen nach Grand Sorin. Da werden wir dann Sir Maximilian berichten, was Sache ist, werden schauen, dass wir ein paar Fähigkeiten kaufen und uns den nächsten Auftrag abholen. Ja, und vielleicht mal gucken, ob wir den Händler finden, der die Reisesteine für uns hat. Magnificent, Sir. The hold is ours once more. Jawohl, die Schattenfeste gehört wieder den Menschen. I've sent word of your feats onto the capital. The Duke will be most pleased. So, der Herzog weiß schon Bescheid. Sehr schön, also langsam machen wir uns da einen Namen, ne? As are we all. Pray, accept this token of our thanks and esteem arisen. So, jetzt haben wir eine Menge Zeug Still, gekriegt. The number was too great. No such hoard existed in days past. Sir Robert stellt fest, dass die Goblins irgendwie mehr geworden sind. I fear it an ill omen of things to come. Ja. Pray, let it not be too late to stem this tide. Na, da hast du wohl recht, Sir Robert. Wer weiß, was noch auf uns zukommt in den nächsten Monaten. So, Grünlattich kriege ich, Mitriadatium, Hartknollenmilch, Hartknollensaft, Heilbrunnen, Amulett des Eroberers, Amulett des Dämons, auch ein riesiger Geldbeutel. So, dann sind wir ja jetzt hier ganz ordentlich bedacht worden mit Zeug und wir haben noch einen Reisestein, den werden wir jetzt auch benutzen, um ganz schnell nach Grand Sorin zurückzukehren. Oh, wir haben sogar zwei, da hat uns der Sir Robert wohl noch auch einen Reisestein gegeben. Und ich bin schwer beladen, das heißt, ich werde, wenn ich in Grand Sorin bin, werde ich euch auch wieder mal aussperren und dann diese großartigen Geschichten von Einkaufen und Waffen verbessern und so machen. Und wie gesagt, hatte ich ja gesagt, da nehme ich euch nicht mehr jedes Mal mit, weil es einfach sehr, sehr lange dauert. So, jetzt aber Reisestein und ab zurück nach Grand Sorin. Und da sollte ich vielleicht dran denken, die Lampe jetzt auszumachen, weil es ist hellichter Tag, wie ich gerade gesehen habe, als ich den Stein in den Himmel geworfen habe. Da werden wir wohl... Was, glaube ich, wohl werden diese Steine bedeuten? Ganz einfach. Liegt da noch irgendwas rum für uns? Vielleicht noch ein Reisestein? Nein. Okay. So, ihr Lieben, dann gehen wir jetzt mal hier von unseren Heldentaten berichten. Achso, die Lampe wollte ich genau... Ne, Heilung ist falsch. Lampe, Lampe, Lampe. Lampe ausziehen. So. Und dann gehen wir mal ab zu Sir Maximilian und berichten ihn von unserem Erfolg. Und ich glaube, dann holen wir uns dort auch gleich einen neuen Quest ab. Wie gesagt, es gibt haufenweise Bring- und Hol-Quests, die zum Leveln ganz geschickt sind. Aber wenn wir die alle machen, dann... weil wir halt alles zu Fuß laufen müssen, werden wir am Ende bei 400-500 Teilen. Und das finde selbst ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und von daher werden wir einfach jetzt mal... da ist eine Kiste. Den Hauptquest verfolgen. Ach, komm, das... und uns mit den anderen Quests ein bisschen zurückhalten. Wer bist du? Ah, kenn dich nicht. So. Sir Maximilian, wo bist du? Wo bist du? Da bist du. So, mein Junge, wir haben die Ungezieferplage beseitigt. Ah, good arisen. Word of your victory over the goblin horde precedes you, sir. Ja, ne. With the fort back in our hands, the south of Grancis is shielded once more. Tja, gute Nachrichten verbreiten sich in der Regel schnell und der Süden von Grancis ist wieder in unserer Gewalt. Yet another of his grace's worries. May your success continue, sir. Ja, das finde ich auch. So. Und wieder aufgestiegen. Und jetzt, Sir Maximilian, was hast du denn noch für uns? Show you the ready charges for the worm hunt. Ja? The choice is yours. Text entziffern, Kult untersuchen. Wollen wir mal einen Text entziffern? Wir entziffern jetzt mal einen Text. Then here are the details. Okay. I have important work for you, though some is of a less urgent nature. Gut, es drängt nicht. The task at hand is just such a case. Will you take it on? Er drängt nicht, aber er ist wichtig. Ah, wir nehmen ihn mal as an. I was setting about to find work for you. I came upon this slate. Okay, eine Schiefertafel. I know not its origin, nor its age, but the writing it bears is old. Muss alt sein. So old, our men could only read a few words. Dragon, scar, arisen, heart.
Ah, schau an, das ist eine alte Tafel in einer Schrift, die nicht mehr alle lesen können. Und die konnten dann halt diese Stichworte Drache, Wunde, Erweckte und Herz entziffern. Und da geht's ja wohl ganz offensichtlich um uns. What little we know all points to you, sir. Das Wenige, was wir wissen, verweist auf euch, Herrin. Ja, das interessiert uns natürlich ganz besonders. Dann werden wir mal gucken, ne? Gut. Dann nehmen wir mal diese alte Schiefertafel und versuchen rauszufinden, was Sache ist. Turrican weiß natürlich was, dann fragen wir doch gleich mal. Ein Kunsthändler. Gut. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich, wenn ich spreche, sehr häufig gucken sage und sehr häufig so sage. Ich will mal versuchen, das ein wenig, ja, ein wenig zu reduzieren, aber kann es nicht wirklich versprechen. Jetzt gehen wir hier mal in dieses Haus. Ich weiß nämlich, dass in diesem Haus ein Händler wohnt, der Reisesteine hat, die einigermaßen zahlbar sind. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn finde, dass er da ist. Der sitzt manchmal mit seiner Tochter hier am Tisch, aber er ist nicht da. Ah. Und in Grand Soren selber haben wir ihn auch noch nicht gefunden, aber ich würde ihn gerne mal irgendwann treffen, weil ich mit ihm handeln will. Wer bist du? Dragon, Heart and Scar, is it? Oh, guck mal, der weiß was. Does it have aught to do with that drawing? The figure of Hillfigure Knoll? Eine Zeichnung am Hügelgrab. Nee, Hünengrab. You know it, I? The man drawn upon the hill north of the capital? Eine Zeichnung von einem Mann auf dem Hügel nördlich der Hauptstadt. Aha. Hat eine Wunde über dem Herzen. Okay. Reist zum Hünenhügel. Also gut, dann machen wir das auch nachher. Oh, ich bin ganz schwer. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Zeug wegbringen. Wenn ich nur diesen Händler finden könnte. Wo ist er denn? Es ist so ein Dicker. So ein dicker Verschlagener. Aber wir haben sind dem noch nie über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, was man machen muss, damit man diesen Händler findet. Aber es wäre wirklich wichtig, den mal zu treffen. Sonst ist Schluss mit Reisestein und wir müssen immer wieder zurücklaufen. Es reicht ja schon, wenn wir einen Weg gehen. Oh, wo bist du? Tja, ich glaube, wir müssen ein bisschen durch die Stadt rennen, in der Hoffnung, diesen Händler zu finden. Da ist er. Ich glaube, er kommt uns entgegen. Da ist er. Ach, Junge, bin ich froh, dass du da bist. Furnifel heißt er, genau. Und der hat auch einen Kummer, der arme Kerl. Na, dann erzähl mal, was ist los. Ach, guck mal an, der will Land verkaufen, um Kohle ranzuschaffen, aber da muss er erst die Leute vertreiben, die dort wohnen. This typically requires a rather involved procedure, but times are dire, and I wish the current residents gone with all haste. Ja, soll ich die jetzt vertreiben? Oh, das ist irgendwie, finde ich das nicht ganz so cool. Okay, erzähl mal weiter. They'll not hear this proposal from me, but from the risen. Aha, Furnifel hat die Hoffnung, wenn das aus meinem Munde käme, wäre es nicht ganz so dramatisch für die Menschen, die man da vertreibt. Ach, die beste und letzte Hoffnung. Wir nehmen das mal an. Okay. Aha, er hat mit sich selber gewettet. Naja, gut. Ja, das hast du jetzt schon gesagt. Okay, und wir sollen die Bewohner überzeugen, dass sie weggehen. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen was verkaufen. Das mache ich jetzt schnell mit dem Furnival hier. Weil wir haben ja so komisches... Die Hakendolche. Ja, komm, die verkaufen wir jetzt. Dann lass gucken, da haben wir doch... Achso, das habe ich den anderen gegeben. Yeti hat nicht viel. Haben wir nicht so ein paar komische Waffen? Ah, die hat Sage, das Harmbringer. Spiralmagiestab. Das verkaufen wir. Sonst noch was? Stepppanzer. Das hauen wir alles weg. Hauen wir auch weg. So. Kommt den azurblauen Ring auch? Bronze hauen wir auch weg. Bronze-Kyras, Waffenrock.
viel Waffenröcke haben wir eigentlich? So, verkauf mal alles. Und tschüss. Und dann haben wir wieder gut Kohle. Und jetzt vorne will ich hoffe doch, du hast Reisesteine für uns. Ah, drei Reisesteine für 10.000 pro. Und gekauft. Sehr schön. So. Wir haben eine neue Quest. Und wir haben drei Reisesteine. Das habe ich schon wieder so gesagt. Ich muss da mal drauf achten. Ich finde es nämlich selber nicht so toll. Mich stört es immer, wenn in Let's Plays allzu häufig so gesagt wird. Also ich arbeite an mir, ich verspreche es. Mhm. Jasper, mit dir muss ich mich unterhalten. Wie kannst du uns zu Diensten sein? Ach Jasper, weißt du, du gehörst zu den Leuten, die auf dem Land von Fornival leben. Ach, ihr zahlt Pacht? Okay. I wager it's not so simple a proposition as all that. Ja, ich denke mal, Jasper hat recht, wenn er denkt, dass da noch was anderes dahinter steckt, weil Fornival ist mit Sicherheit ein ziemlich verschlagener Typ. I know Fornival's the law on his side, but I'm loath to simply up and go at his command. Ja, und ich verstehe, dass du da keine Böcke drauf hast, Jasper. Kann ich gut verstehen. It's a hard decision, sir, and not one I'd make alone. Okay, und Jasper sagt, das kann er nicht alleine entscheiden. Er hat Frau und Kind. Und die sollten davon erfahren. Okay. Also müssen wir Frau und Kind finden und mit denen reden. Da ist seine Frau. Ich habe eigentlich keine Böcke. Ich würde diesen Quest einfach gern ignorieren. So, ich ignoriere den Quest. Jetzt gehen wir noch zu dem Händler hier. Ich würde nämlich gerne ein bisschen was verbessern lassen. Vor allen Dingen diese glühenden Dolche. Verbessern. Mal gucken. So, glühende Dolche. Dann können wir doch zumindest zwei Stufen machen. Und Drachengeifer haben wir auch. Ja, das lohnt sich schon. Schaut mal. Kriegt mehr Magie, mehr Stärke, mehr Wanken, mehr Niederschlagen. Und bei dem Verbessern verbessert sich auch das Gewicht. Also es wird einfach ein bisschen weniger. So, und den Waldbogen machen wir jetzt auch besser. Jawohl. Kuriose Mähne. Ja, sehr schön. Ein bisschen verbessern hier. So, und dann die Rotlederkappe. Die Hose, die Speinschienen des Schwertkämpfers verbessern wir. Da sind wir auch gegen ein paar Schwächungen geschützt. Und die Hose auch. Da Stärke herabgesetzt. Hose des Schwertkämpfers. Fertigkeiten unterdrückt, wird auch verbessert. Ja, da noch was, Abenteurerumhang. Da fehlt uns ein Aushebungstrupp-Banner. Armschienen des Schwertkämpfers, machen wir auch besser. Jawohl. Jetzt nehme ich euch doch mit zu den Verbesserungen. Ich bin doch aber auch wirklich Echsenschuppe. Abwehr geschwächt, wird auch verbessert. So. Jetzt habe ich schon wieder so gesagt. Die Rotlederkappe. Also, dann nehmen wir diese Rotlederkappe halt weiterhin. Jetzt schauen wir noch, was wir für die Yeti tun können. Die ist aber schon ganz gut ausgerüstet, sehe ich. Da können wir gar nichts machen. Was ist mit der Waffe? Wirbelklaue ist auch schon volle Packung. So. Dann ganz kurz noch Fähigkeiten gekauft. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Das war jetzt eine erholsame. Ja, Asalam. Ja, schmeißt uns ein wenig Honig ums Mäulchen. Fertigkeiten erlernen. Jetzt lass mal gucken. Was können wir denn? Ich gehe ja gerne immer auf die Kernfähigkeiten. Vorwärtsrolle, die nehmen wir jetzt. Dämpfung, verringert den Rückstoß beim Bogen. Ach, jetzt nehmen wir das halt auch mal. Und was können wir noch tun? Wurf und Zünden. Ihr katapultiert den Gegner in die Luft. Ein weiterer Befehl lässt jede Menge Sprengstoff hochgehen. Ach komm, das nehmen wir mal. Großes Auslösen. Verbessertes Werfen und Auslösen. Verstärkt den Aufwärtshieb und die nachfolgende Explosion. Ach komm, dann nehmen wir das auch.
Und Yeti? Können wir dir was Gutes tun? Feuerwall? Erzeugt eine turmhohe Flammenwand von geringer Stärke, die den Gegner jedoch mit Leichtigkeit in Brand steckt. Das machen wir. Feuerwall finde ich gut. Und magisches Agens. Magische Energiekugeln umgeben den Anwender, die angreifenden Gegner abwehren. Das ist gut. Kriegst du auch. So, das war jetzt Kernfähigkeit. Wir möchten die festgelegten Fähigkeiten ändern. Kamin des Grauens. Starke Linderung, die brauchen wir. Kamin des Grauens. Komm, dann nehmen wir jetzt mal den Feuerwall. Guck mal einfach mal, ob sich das lohnt. Da sind, glaube ich, alle Fähigkeiten, die Yeti hat, schon drin. Scharlachroter Kuss, den schneidende Wind. Den scharlachroten Kuss nehme ich selten. Dann nehmen wir jetzt mal das große Auslösen drauf. Da haben wir hier noch was gekauft. Die Dämpfung. Ach, guck mal, und die Überlegenheit haben wir ganz vergessen zuzuordnen. So, wunderbar. Ihr Lieben, jetzt habe ich schon wieder so gesagt. Jetzt werde ich noch ganz kurz ausruhen und rasten. Sternenwarrior, das bedeutet, du kannst jetzt eine verstärkte Yeti-Kopie vom Server holen. Da nehme ich euch jetzt aber gar nicht mehr mit bei diesem Ausruhen. Und deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ihr wisst schon, macht's gut. Tschüss.